Neues Videoformat. Heute besprechen wir einige Social-Media-Kommentare und gehen die einmal gemeinsam durch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Edmund Rietze hier und heute teste ich mal einfach mal dieses neue Format. Wir mal schauen, wie das bei euch ankommt. Und zwar, ja, wir hauen natürlich extrem viel an Werbebudget raus. Das heißt, du hast mit Sicherheit auch schon Werbung von mir gesehen auf Facebook, Instagram, irgendwelche Spiele, auf Google und sonst wo. Vielleicht bist du auch so auf meinen Kanal gekommen und schaust dir auch vielleicht daher dieses Video einmal an. Und es ist halt überall so im Leben, ne? Also wenn man nach außen tritt, es gibt viele Leute, die das cool finden. Es gibt auch Leute, die finden das weniger cool. Und man gibt es auch immer irgendwie komische und manchmal auch sehr lustige Kommentare. Und ich will auch einfach mal hier auf einige Kommentare eingehen. Das ist ein neues Format, das will ich mal testen. Schreib mal gerne in die Kommentare, ob dir das gefällt, ob du mehr davon sehen willst oder nicht. Und gib gerne auch mal deinen Senf dazu. Und warum ich das mache? Natürlich, weil viele da draußen geben natürlich ihr Senf dazu, aber einiges ist natürlich sowas von ganz weit woanders. Und bevor das andere nur lesen und denken, hey, vielleicht könnte er recht haben, gehe ich einfach mal auf ein paar Sachen drauf ein, damit man auch besprechen kann, hey, wie ist der Blickwinkel von ihm, wie ist der Blickwinkel von jemand anderen und wo sollte man sich treffen, vielleicht auch ab und zu mal in der goldenen Mitte. Hier mal ein Kommentar von jemandem, der unter meiner Werbeanzeige geschrieben hat. Meinen Werbeanzeigen geht es eigentlich immer darum, Fotograf, Filmmacher, selbstständig sein, gute Kundenanfragen, richtiges Geschäft aufbauen. Das sind eigentlich immer die Kerne aus meinen Werbeanzeigen. Hast du mit Sicherheit ja auch gesehen, wenn auch mein Buch dabei zum Beispiel auch mit präsentiert wird. Hier, ja klar, in einer Zeit, wo wir auf eine 10% Inflation zusteuern, braucht der normale Bürger noch schnell ein professionelles Foto von sich oder seiner Firma als Andenken für die Hinterbliebenen, bevor er sich vor den Zug schmeißt. So, das ist natürlich jetzt einfach so ein Kommentar, der ist da irgendwie reingeklatscht worden. Und gehen wir erstmal darauf ein, wie kommt jemand dazu, erstmal sowas zu schreiben? Ja? Also ja, vielleicht steigende Inflation. Und sagt sich hier, generell redet er davon, ja, der Markt wird immer kaputter. Man kann sich keine Sachen mehr leisten. Die Leute, bevor sie sich über ein Foto machen oder soll sich noch ein Foto machen, schmeißt sich dann vom Zug. Also natürlich extrem negatives Beispiel hier und sehr, ja, irgendwie ganz weit woanders. Aber wir gehen trotzdem mal darauf ein. Zunächst einmal, ja, die Sachen werden teurer. Ja, die Inflation bringt dazu, dass alles teurer wird langfristig, aber auch somit ja auch die Fotografie oder Filmmacherei. Ja, das heißt, wenn generell der Markt teurer wird, kannst du ja auch deine Preise teurer absetzen. Das ist leider der Lauf der Dinge, dass alles immer ein bisschen teurer wird. Und hier sagt er jetzt zum Beispiel, braucht der normale Bürger noch schnell ein professionelles Foto von sich oder seiner Firma? Ja, ja, also jeder braucht Fotos oder Filme. Ja, das wird nicht abklingen. Und ja, im Porträtbereich, natürlich will man Familienbilder haben, man will professionelle Porträtbilder von sich haben, vielleicht auch als Geschenk zur Hochzeit, zu Weihnachten, Muttertag, sonst was. Also da, der Platz dafür ist immer da. Und gerade was er hier auch ja sagt, von seiner Firma, darf auf jeden Fall. Also gerade heutzutage in dieser schnelllebigen digitalen Zeit, da braucht man einfach professionelle Bilder auf der Webseite. Das heißt, ein Geschäftsführer braucht Fotos, die Mitarbeiterfotos müssen regelmäßig erneuert und ausgetauscht werden. Professionellen Imagefilm braucht man heutzutage. Das heißt, Fotografen und Filmmacher, die werden benötigt. Ja, dafür geben die Leute das Geld aus, weil das können sie nicht so in der Form selbstständig machen. Auch wenn das Smartphone immer besser wird, ja, einen tollen Imagefilm kannst du damit so in der Form nicht abdrehen, weil auch selbst wenn die Kamera hier drin so gut wäre wie von einer Alexa oder Red-Kamera oder sowas, die neue Canon R5C und was weiß ich, was da jetzt alles noch rauskommt. Klar, die Sachen hier werden auch immer besser, aber der Mann, oder besser gesagt die Person, weil die Frauen natürlich auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ja, da gehört noch mehr dazu. Licht, Ton, Kameraführung, Schnitt, Storyboard, ja, da ist ja so, so viel hinter und das muss professionell gemacht werden. Das heißt, es wird immer ein Fotograf und Filmemacher gebraucht. Immer. Das ist nicht wegzudenken. Und auch selbst wenn die Kamera und Handykameras so gut werden langfristig, braucht man trotzdem jemanden, der sie bedienen muss. Ja? Also es werden immer Fotografen, Filmemacher benötigt. Das ist jetzt vielleicht auch ein Beispiel, ja, das ist auch einfach so reingeschmissen. Da kann ich mir auch vorstellen, wie sein bisheriges Fotografengeschäft lief, nämlich wahrscheinlich eher schlecht als recht. Und wenn es halt damals schon zu den
einfachen Zeiten, wo es, sage ich mal, nicht 2020 schwieriger wurde und viele ja wegen Kontaktbeschränkungen absagen mussten. Jetzt geht es ja wieder langsam wieder ganz normal wieder bergauf. Marktbeschränkungen wird es immer in irgendeiner Form geben, aber es wird trotzdem immer genügend Kunden geben da draußen, die deine Dienstleistung gerne buchen möchten. Es wird immer ein Hochzeitsfotograf benötigt. Es gibt auch immer genügend Leute da draußen, die einen tollen Hochzeitsfotografen haben wollen. Und nicht nur einen Hobbyfotografen, sondern wirklich einen tollen. Ja? Und es gibt auch viele Leute, die wollen einfach einen richtig tollen Hochzeitsvideo haben. Und da lächeln die Leute auch einfach mal gutes Geld hin, weil sie wissen, für gute Qualität muss ich halt auch gutes Geld hinlegen. Ja? Und manchmal, wenn du solche Kommentare selber bekommst, die habe ich auch einfach drunter geschrieben, scheint es ja ein sehr positiver Mensch zu sein. Also man muss nicht immer auf alles irgendwie auf sachlicher Ebene immer komplett runterrattern, weil bei manchen ist es auch Hoffnung und Miles verloren. Aber wichtig ist zu verstehen, mit deiner Dienstleistung immer weiter voranzugehen, Vollgas zu geben, immer nach außen zu gehen. Und hier auch, wir besprechen das jetzt, mal gucken. Es gibt ja noch ganz andere Kommentare, die ich noch habe, da gehen wir auch nochmal drauf ein, aber vielleicht hilft es dir auch ein bisschen zu verstehen, wenn du nach außen gehst und du hast mit Sicherheit auch einen Instagram-Kanal, postest da auch Fotos und es gibt Leute, die finden deine Bilder klasse und es gibt auch einen kleinen Teil, die finden das halt nicht so klasse und da aber auch dann darüber halt zu stehen, weil du musst dir halt vorstellen, jetzt schreibt mal einer was Doofes und dafür musst du dann aber nicht dein ganzes Geschäft jetzt hinschmeißen. Ne? Also stell dir mal vor, ich lese das und sage, ja, oh, doof, ich muss mein Büro hier in Hannover aufgeben, meine Mitarbeiter rausschmeißen und meine Kunden irgendwie dezimieren und keine Ahnung was. Wichtig ist, gerade in der Social-Media-Welt oder in der Online-Welt gibt es viele Leute, die sich denken, okay, ich bin jetzt alleine in meinem Kellerlein und poste da irgendwas. Und hier merkt man ja auch irgendwie ein bisschen Frust, den er ja irgendwie aus dem Alltag mit reinschreibt. Seine Weltanschauung musst du aber dann nicht auf dich übernehmen, ja, also lacht er auch manchmal drüber, so wie hier, oder nimm das nicht voll zu ernst, weil bloß weil mal irgendwie 1% oder 2% da irgendwie doof sind, musst du nicht die restlichen 99% oder sowas von dir irgendwie auch runterziehen lassen, ja, das heißt immer du selber ein starker, mental starker Mensch, der da einfach auch über Dinge hinwegsehen kann, weil sowas wird es halt immer mal geben, gerade in der Social-Media-Welt. Wenn du als Fotograf oder Filmmacher natürlich auch genau wissen willst, wie du die richtigen Werbeanzeigen schaltest, damit die auch richtigen Leute dann dir schreiben, damit du halt auch die richtigen Kunden gewinnst und ein richtiges Geschäft aufbauen kannst, dann trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns unter www.edmund-rätsel.de. Freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis dann!